Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Heute mal ausnahmsweise wieder am Freitag, weil ich gestern wegen Augenlasern nicht konnte. Dazu kommt aber noch ein Video für alle Kanalmitglieder. Wahrscheinlich heute noch im Laufe des Tages. Kanalmitgliedschaft geht ab 99 Cent los. Wenn ihr mich trotzdem anderweitig noch unterstützen wollt, gerne den Daumen nach oben gehen oder vielleicht mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken. Da bekommt ihr auch im Sommerloch günstige Spiele. Oder ihr nehmt wie immer am monatlichen Gewinnspiel teil. Da könnt ihr das gewinnen, was ihr wollt. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann doch einfach einen Nintendo- oder Sony-Gutschein für ein bisschen weniger Geld abstauben. Aber jetzt legen wir los mit der neuen Nerd News. Und da starten wir erstmal mit einer richtig guten Meldung, denn SteamOS ist wohl auch fürs Asus ROG Ally angekündigt und tritt damit in direkte Konkurrenz mit Windows. Und das ist natürlich eine spannende Sache zu sehen, denn Windows ist ja nicht wirklich das effizienteste Betriebssystem. Und SteamOS haben wir vor kurzem auf dem Tech-Kanal auf einem AMD-basierten System getestet, was sehr ähnlich ist mit der Hardware im ROG Ally. Und was soll man sagen? Das funktioniert mittlerweile richtig, richtig gut. Und das wahrscheinlich auch noch mit längerer Akkulaufzeit. Die Frage ist nur, was heißt das für Steam und Valve? Wird überhaupt noch ein Steam Deck 2 kommen? Oder verlässt man sich hier einfach auf die anderen Hersteller, die ja wesentlich schneller reagieren, wie zum Beispiel Asus mit dem ROG Ally X und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt dann SteamOS supported Software auf anderen Handhelds. Das finde ich mal eine richtig geile Sache, denn damit kann man wahrscheinlich noch mal wesentlich mehr anfangen als mit Windows am Ende, auch wenn noch nicht alle Spiele optimiert sind. Die optimiert sind, laufen teilweise sogar besser und wie gesagt auch effizienter. Außerdem kommen wir noch zur Gamescom und der Opening Night Live. Da wird es nämlich Neuankündigungen geben und auch ich werde auf der Gamescom sein. Von Mittwoch bis einschließlich Sonntag bin ich vor Ort und ihr könnt mich ganz oft in Halle 10 antreffen. Da moderiere ich nämlich für Corsair und für Sidness. Also wir sehen uns hoffentlich. Aber jetzt kommen wir natürlich zur Xbox. Ja, und das ist eigentlich nur ein indirektes Xbox-Thema, denn eigentlich geht es um Tango Gameworks. Und die sind ja vor allem für Evil Within und Ghostwire Tokyo zuständig, aber auch Hi-Fi Rush war ein durchaus respektabler Hit. Krafton hat die jetzt übernommen, nachdem ja Microsoft die abgestoßen hat, aber nur mit der Marke Hi-Fi Rush. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde, denn The Evil Within und Ghostwire Tokyo liegen weiterhin bei Microsoft die Rechte. Das heißt, Tango Gameworks darf ohne die Unterstützung bzw. Bestätigung von Microsoft nicht weiter an diesen Titeln arbeiten. Da Microsoft jetzt aber zum Glück nicht so problematisch in dieser Rechtevergabesache ist, hoffe ich einfach mal, dass man auch in Zukunft daran nochmal arbeiten darf. Denn ja, sagen wir mal, so wie es ist, Evil Within 2, das Ende, das ja, ist ein bisschen offen. Naja, hoffen wir einfach mal. So, und dann kommen wir in die blaue Ecke. Und wer freut sich denn auf Concord? Einer? Zwei? Drei da draußen? Naja, jedenfalls dürft ihr, wenn ihr die Deluxe Edition vorbestellt habt, bereits am 20. August loslegen. Um 19 Uhr soll es dann losgehen. Ob es da einen riesigen Ansturm geben wird, darf man laut dem aktuellen Stand zumindest bezweifeln, aber ab dem 23.08.2024, also exakt 3 Tage später um 19 Uhr, dürfen dann die anderen Spieler da auch mit reinstürmen. Also die anderen 100 oder 1000 oder so. Und da Sony ja nicht viel anzukündigen hat, außer Astrobot dieses Jahr, gibt es durchaus andere Hersteller, die eventuell in diese Nische reinspringen könnten, denn Forza Horizon 5 soll angeblich laut Insidern bald angekündigt werden für die Xbox. Und das wäre mal wirklich krass. Denn seien wir mal ehrlich, Gran Turismo und Forza sind ja seit jeher eine Konkurrenzmarke, aber Forza Horizon ist ja eher der Arcade-Ableger, würde also als gutes Beispiel auch auf die PlayStation 5 passen. Und ja, was haltet ihr davon? Würdet ihr Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 feiern? Da bin ich wirklich mal gespannt. Was aber auf jeden Fall bald schon kommen soll, ist die PlayStation 5 Version von Minecraft. Die ist nämlich mittlerweile im Backend des PlayStation Stores aufgetaucht. Es sollte also nicht mehr allzu lange dauern.
Und was definitiv feststeht, was bald kommt, ist Endstream Arcade. Und das gibt es ja schon eine Weile auf der Xbox, kostet im Jahresabo 39,99 und bringt ein paar coole Sachen mit, wie zum Beispiel Arcade-Spiele, die ihr normalerweise nicht bekommen würdet. Allerdings müsst ihr wissen, das Abo streamt die Spiele ausschließlich. Das heißt, wenn ihr was Natives spielen wollt, dann wird es schwierig. Dafür ist es halt, wie gesagt, nicht allzu teuer. Jahresabo 39,99, lebenslanges Abo 99,99, was durchaus ein fairer Preis ist. Und es sollen tatsächlich noch die Net-Yarose-Spiele auf Endstream Arcade erscheinen. Und das ist eine coole Sache, wie ich finde. Das war diese schwarze PlayStation, die im Grunde genommen es Leuten zu Hause ermöglicht hat, für die PlayStation 1 zu entwickeln. Wenn auch nur im beschränkten Umfang. Aber hey, warum denn auch nicht? Was definitiv aber bald auf eurer PlayStation Einzug halten wird oder wieder Einzug halten wird, ist Until Dawn. Denn das hat jetzt für den 4.10.2024 seinen EU-Termin bekommen und erscheint dann gleichzeitig auch auf dem PC. Leider sah der erste Trailer jetzt nicht großartig anders aus als die PlayStation 4-Fassung. Deswegen erstmal den Ball flach halten und die Erwartungen runterschrauben. Und zu guter Letzt haben wir noch Final Fantasy 7 Remake Part 3. Hier überlegt man nämlich, dass man wohl zur Unreal Engine 5 wechseln könnte, um die Entwicklung zu beschleunigen. Und ja, die Unreal Engine 5 ist wesentlich besser für Open World geeignet als noch der Vorgänger. Von daher bin ich sehr gespannt darauf. Tja, die Berichte, dass die Nintendo Switch 2 wahrscheinlich erst im nächsten Fiskaljahr erscheinen wird, die häufen sich immer mehr. So haben nun auch Leute und Insider von Bloomberg berichtet, dass sie dieselben Berichte bekommen haben wie GamesIndustry.biz. Also das heißt, die Entwickler müssen sich noch gedulden, bis sie ihre Spiele mit der Nintendo Switch 2 vorstellen können. Und das ist natürlich erstmal eine blöde Sache, wie ich finde, aber durchaus verständlich, auch wenn es auch langsam wirklich schwierig wird für Nintendo. Alleine schon wegen dem SteamOS auf anderen Handhelds. Da könnte durchaus nochmal ein System erblühen und Nintendo könnte dann eventuell zu spät kommen. Außer sie bringen vernünftige Software. Gut, aber dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Und auch die japanischen Analysten sind sich mittlerweile einig, die Nintendo Switch 2 wird erst im nächsten Fiskaljahr, wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2025 erscheinen, aber auch erst nach dem März 2025, also ab April bis Juli ungefähr. So, und da kommen wir erstmal zum Ticker und auch hier gibt es ein paar schöne Sachen, denn Sega kündigt Two Point Museum an. Und ja, ihr hört richtig, nach Two Point Hospital und Two Point Campus kommt nun auch Museum und ja, was soll man sagen? Das klingt doch durchaus vernünftig. Die Two-Point-Serie ist eine richtig geile Serie und hat ja seinen Ursprung in Theme Hospital und hat das Ganze erweitert mit Two-Point Hospital und das Prinzip wird jetzt noch auf andere Genres ausgelegt. Warum denn auch nicht? Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Worauf ihr aber länger warten müsst, ist Kingdom Come Deliverance. Das wurde jetzt von 2024 auf Anfang 2025 verschoben, um den Entwicklern noch ein paar Monate mehr Zeit zur Entwicklung zu geben. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde. Lieber ein vernünftiges Spiel als dann was Halbgares. Dann haben wir aber auch noch Stellaris Cosmic Storms. Die Erweiterung ist jetzt für den 10. September angekündigt. Das heißt, wenn ihr große Stellaris-Fans seid und noch mehr in dem Universum machen wollt, dann rein da. Ab den 10. September geht es dann mit Cosmic Storms weiter. Welcher jetzt allerdings schon erschienen ist, ist der neue Dredge-DLC, The Iron Rig. Und ich muss sagen, ich hatte mit Dredge richtig viel Freude und habe die richtig gerne gespielt, die Hauptkampagne. Und werde jetzt die beiden DLCs wohl auch nachholen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mit den nächsten Abenden vor der PlayStation 5. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Ankündigung von Blaze. Die bringen nämlich die Legacy of Kain Collection für das Evercade raus. Und das sind die PlayStation 1 Teile Blood Omen, Legacy of Kain und Legacy of Kain Soul Reaver. Und das Modul wird 24,99 kosten. Das finde ich einen durchaus fairen Preis dafür, dass es ein komplettes Modul mit zwei Spielen ist und das auch noch physisch. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch gerne den Daumen nach oben da und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.